Daniel, du hast eben angesprochen, morgen der Unabhängigkeitstag der Ukraine, der 31. von der Sowjetunion. Und die US-Geheimdienste erwarten nun verstärkte Angriffe der russischen Armee auch auf die Infrastruktur. Wie erlebst du gerade die Situation bei dir selbst in Kiew? Wie bereitet sich das Land vor? Nun ja, man muss sagen, es gibt zwei sehr große Feiertage hier in dieser Woche. Der heutige Tag, das ist der nationale Flaggentag hier in der Ukraine, und morgen dann der Unabhängigkeitstag. Und dieser Unabhängigkeitstag, der 24. August, das bedeutet auch hier in der Ukraine 6 Monate Angriffskrieg. Und ja, die US-Sicherheitsbehörden, die US-Geheimdienste, die warnen davor, dass es zu verstärkten Bombardements, zu verstärkten Attacken kommen könnte auf die zivile Infrastruktur, aber auch auf Regierungsgebäude. Wenn man sich hier in Kiew umschaut, ich war gestern Abend hier auch noch unterwegs gewesen, war jetzt 2 Monate lang nicht hier vor Ort, da hat man eigentlich den Eindruck, als würde das Leben erst einmal hier auf jeden Fall in der Hauptstadt relativ normal weitergehen. Aber die Ukrainer haben gestern auch alle noch mal eine SMS hier bekommen auf das Mobiltelefon vom ukrainischen Geheimdienst. Und da wird ganz klar gesagt, wenn es beispielsweise hier Raketenalarm gibt, wir hatten das ungefähr vor einer Stunde hier auch am Morgen, dann soll man das unbedingt ernst nehmen. Man soll sich dann auch in die Bunker begeben. Wir haben das in der letzten Zeit immer wieder mitbekommen. Solche Warnungen werden dann immer wieder ja auch ignoriert. Über die aktuelle Lage hier in der Ukraine, auch wie es momentan aussieht beim Atomkraftwerk in Saporizhzhia. Auch dazu haben wir einen Beitrag an diesem Morgen noch einmal für Sie vorbereitet. Scherben auf der Anrichte, die ganze Küche in Trümmern. Jede Nacht, so berichten die Einwohner von Nikopol, werden sie bombardiert. Die Stadt liegt rund 10 Kilometer entfernt von Europas größtem Kernkraftwerk Saporizhzhia. Noch näher dran der Ort Enahoda. Auch hier Spuren der Einschläge. Und die Sorge ist groß, dass die Raketen das Atomkraftwerk treffen könnten. Wir sitzen auf einem Pulverfass, sagt dieser Einwohner. Und dieser Passant ergänzt, wenn der Reaktor getroffen wird, wird das keine nur lokale, sondern eine globale Nuklearkatastrophe. Nicht nur hier, in der ganzen Ukraine wächst die Sorge vor einer Intensivierung möglicher russischer Raketenangriffe in den kommenden Tagen. Denn es stehen für die Ukraine wichtige Feiertage an. Heute der Tag der ukrainischen blau-gelben Staatsfahne und morgen am 24. August der Unabhängigkeitstag. Der Tag, an dem das Land seine Loslösung von der Sowjetrepublik vor 31 Jahren feiert. Nach US-Geheimdienstinformationen plant Russland verstärkt Angriffe auf zivile Ziele, die Infrastruktur und ukrainische Regierungsgebäude. Der ukrainische Militärgeheimdienst mahnte die Bürger bereits zu erhöhter Vorsicht. Denn die Bilanz der Angriffe ist schon jetzt verheerend. Russland hat bis jetzt fast 3.500 Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert und die Zahl der Artillerieangriffe lässt sich nicht mehr zählen. Es sind einfach zu viele und das Artilleriefeuer zu intensiv, sagt der ukrainische Präsident Selenskyj. Doch das Land wehrt sich weiter gegen die Angriffe. In Kiew werden Dutzende Panzer ausgestellt, die die ukrainischen Kämpfer den russischen Truppen abgenommen haben. Und zur Stärkung der regionalen Sicherheit hat die Ukraine die sogenannte Kiewer Initiative gegründet. Teilnehmer sind nach Angaben aus Kiew Polen, Rumänien, die Slowakei und Ungarn sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Auch zur Rückeroberung der Krim mobilisiert Kiew internationale Unterstützung. Beim heutigen Online-Gipfel der sogenannten Krim-Plattform soll unter anderem auch Bundeskanzler Scholz und NATO-Generalsekretär Stoltenberg sprechen. Also eine gewisse Anspannung jetzt hier in den nächsten Tagen, vor allem dann sicherlich auch am morgigen Tag, wenn dieser Unabhängigkeitstag hier in der Ukraine stattfindet. Interessant ist übrigens, dass es natürlich die Menschen auch hier beschäftigt im Land, wie es mit diesem Atomkraftwerk, wir haben es ja gerade im Beitrag auch gehört, wie es da weitergehen soll. Also die Sorge hier in der Ukraine vor einer atomaren Katastrophe, wir können uns da an Tschernobyl erinnern, die ist sicherlich hier auch sehr, sehr groß. Wir hören immer wieder, dass in den Apotheken Jodtabletten quasi ausverkauft sein sollen. Also die Menschen hier vor Ort in der Ukraine, in Kiew, aber auch im ganzen Land, die bereiten sich davor auf ein Szenario, was man sich sicherlich in keiner Weise vorstellen mag. Daniel, danke schön für all diese aktuellen Informationen und Eindrücke. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können,
ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.